Auch das gibt es in Nürtingen. Große Firmen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze anbieten. Zum Beispiel weltbekannte wie Metabo oder die Maschinen- und Werkzeugfabrik Nagel. Und es gibt neue, innovative Betriebe, wie die Firma Creative Technology, die auf allerneueste Medientechnik spezialisiert ist. So sieht's also hinter den Kulissen aus. Beispielsweise von großen Fernsehshows, aber auch von Events. Die Firma CT hier in Nürtingen stattet also große Shows und Events mit Technik aus. Richtig, wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister und statten Messen und Events mit professioneller Video-, Event- und Medientechnik aus. Ich bin neugierig geworden. Schauen wir uns ein bisschen um? Selbstverständlich. Damit alles für die Zuschauer draußen, an den Fernsehern oder den Gästen vor Ort in Hochglanz erstrahlen kann, ist ungeheuer viel Multimedia-Equipment und technische Aufbauarbeit nötig. Das ist die Aufgabe von Creative Technology oder kurz CT. Diese ganze Show- und Eventtechnik, die hier im Moment im Lager bereitsteht, die ist in Teilen auch nach Baku zum Eurovision Song Contest gegangen. Tatsächlich. Hier wird natürlich alles vorgefertigt, vorgerüstet. Hier wird alles in entsprechende Flight Cases verpackt und dann entweder per Luft, per Seefracht oder per Spedition oder auch mit unseren eigenen Transportmitteln in die weite Welt geschickt. Für das größte Live-TV-Musik-Event Europas werden Jahr für Jahr 90 Tonnen Equipment und über 20 Mitarbeiter von CT in einem Fracht-Jumbojet geflogen. Hier sehen wir unspektakulär verpackt, aber sehr viel Technik in einer kleinen Kiste. Mhm. Dieses ist eins unserer Top-Produkte, und zwar ist das eine hochauflösende LED-Wand mit einem Pixelabstand von 4 mm, das heißt absolut scharf. Und das stellen wir eben in größeren Gebilden her, um wirklich Filme abzuspielen. Ganze Wände werden aus diesen Projektoren gebaut, so wie hier beim Eurovision Song Contest. Aber auch beim Papstbesuch 2005 oder dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans kommen die LED-Projektoren zum Einsatz. Jetzt finden diese ganzen Fernsehshows, diese Events, diese Messen ja nicht unbedingt in Nürtingen statt. Das ist richtig. Ja. Warum ist dann der Firmensitz von CT ausgerechnet hier? Ja gut, der Firmengründer stammt hier aus der Region, mhm, und es ergab sich natürlich im Laufe der Jahre hier auch eine gewisse Vernetzung. Es gibt sehr viele Zulieferer, die wir haben, die hier aus der Region kommen. Also wir haben ein super Netzwerk. Und nicht zuletzt ist natürlich die Anbindung hier genial mit dem Stuttgarter Flughafen und die Autobahn ist natürlich, man kann hier durchaus in die Welt liefern. Video, Audio, Licht und auch Fernsehtechnik. Seit 2003 gibt's die Firma. Und was sehen wir jetzt hier? Ist das die aktuelle Weihnachtsbeleuchtung? Nein, natürlich nicht. Das hier ist ein sehr innovatives Produkt, nennt sich Nova. Und im Gegensatz sonst kennt man ja die Pixel von der LED und das nennt sich Voxel. Und wir setzen das natürlich ein bei Fernsehsendungen. Wir hatten schon bei Let's Dance hatten wir den Einsatz, auf Automessen wird es benutzt. Bei Audi war es am Messestand untergebracht. Also sieht aus wie ein Ping-Pong-Ball? Sieht aus wie ein Ping-Pong-Ball, ist der aber, leuchtet. Ist aber genau. Hightech. Ist aber Hightech und wir können dreidimensionale Bilder drauf abspielen sozusagen. Das hier zum Beispiel, das sind unsere LED-Streifen. Die kommen sehr, sehr vielfältig zum Einsatz in den ganzen Fernsehshows. Also auf dem Boden? Auf dem Boden werden die installiert, unter Bühnenböden, in der Wand, in der Decke und so weiter. Also es ist wirklich überall werden diese LED-Streifen gezeigt. Große Events sind immer eine richtige Materialschlacht. Wir haben ja hier bei der Firma CT in Nürtingen erfahren, dass in der modernen Veranstaltungstechnik und im Showbiz ohne LED-Beleuchtung gar nichts mehr geht. Und deswegen habe ich was für Sie, eine LED-Taschenlampe von der Firma CT. Die kommt jetzt hier in den Rucksack und Sie merken sich einfach CT Germany.